So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt noch mal ein kleines bisschen umgeguckt, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, was ich irgendwie übersehen habe. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur ein blindes Huhn. Aber ich dachte mir, ich werde jetzt einfach noch mal ganz stumpf alles mit allem kombinieren, was ich so habe. Unter anderem mit dem guten alten Herrn noch mal. Möchtest du die Stola? Nein. Ich glaube, er möchte mir sagen, dass sie zu lang ist und dass ich sie kürzen soll. Aber wie tue ich das denn? Möchtest du das hier? Auch nicht. Möchtest du die Fernbedienung? Auch nicht. Kann ich denn die Stola da dranhängen? Auch nicht? Ja? Nein? Kann ich das denn da dranhängen? Nein? Nein? Auch. Die Fernbedienung damit benutzen. Hä? Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Kann ich die Stola da hinlegen? Nein. Das hier? Auch nicht. Ich kann die auch nirgendwo hier irgendwie postieren, dass ich mit dem Feuer da rankomme. Aber ich brauche das noch. Also so putzig du auch singst, ne? Du nervst. Halt die Schniss. Willst du die haben? Nein. Willst du Schokolade, damit du die Klappe hältst? Nein. Soll ich dich mit der Stola erwürgen? Nein, das habe ich alles schon probiert, ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Kann ich dich mit der Fernbedienung? Nein. Ich will Schokolade erpressen. Auch nicht. Und dir die Stola zurückgeben, die ich dir geklaut habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich die Sachen untereinander kombinieren? Auch nicht. Auch nicht. Ah, ich bin verzweifelt. Kann ich den Ventilator eigentlich noch benutzen, wenn der aus ist? Ich häng fest, ich häng fest. Kann ich das? Nee, sonst hätte ich gedacht, könnte ich damit vielleicht die Stola einkürzen. Einkürzen, was ein Wort. Also kürzen auf jeden Fall. So, ich drehe dich mal noch in jede Richtung. Macht nix. Nix. Interessiert dich auch nicht. War noch nicht. Muss er langsam heiß werden am Arsch. Nein? Oh, und jetzt fängt der Kleine wieder an zu singen. Es ist der einzige Raum, wo ich mir denke, wo hier noch ein paar Sachen offen sind, aber... Ich hab doch keine Ahnung. Oh Gott, halt die Klappe. So, du erzählst mir das auch nur, ne? Du willst deine Karte haben. Willst du die vielleicht haben? Nein? Ich hab schon alles durchprobiert, ich weiß. Aber mir fällt nichts mehr ein. Fieses Rätsel. Ich renne jetzt hier nochmal überall an der Decke nach. Hä? Was kann ich hier machen? Kann ich denn damit... Oh, ich hab den Blitz geklaut. Den komischen Drink habe ich doch schon irgendwem gegeben. Hier dem Glühwürmchen zum Aufwachen. Das hier kann ich mir nur angucken. Kann ich den komischen Blitz vielleicht als Kurbel verwenden? Das Klavier? Das muss doch gehen. Juhu! Singt die auch oder tanzt die nur? Oh, sie bringt das Spiel zum Längen. Ich glaube, sie tanzt nur. Hey, kann man euch jetzt ansprechen? Du willst Schokolade? Pass mal auf, das hab ich. Nimm. Was? Die war da, ich weiß es genau. Ich hab noch ganz viel Schokolade.
So, sie ist in der Mitte. Verarsch mich doch. Bin ich zu blöd? Ich seh das doch. Ich nehme jetzt einfach mal eine andere. Auch nicht. Ich glaube, der veräppelt mich. Ich glaube, die ist nirgendwo. Jetzt ist sie da. Er veräppelt mich. Oh. Jetzt ist sie da. Also habt ihr es im Auge behalten, ne? Das muss hier gewesen sein. Ich nehme jetzt aber trotzdem mal das in der Mitte. Das war es auch nicht. Na gut, ich habe ja noch Unmengen an Schokolade. So viel bis du platzt. Das gibt's doch nicht. Kann man hier überhaupt gewinnen? Ich krieg die Jacke dafür, oder was? Okay, hier kann ich nichts machen. Ich würde sagen, sie ist hier. Ich nehme jetzt das. Okay. Ich habe das Gefühl, man kann da gar nicht gewinnen. Aber ich will nicht aufgeben. Okay. Okay, ich mache jetzt erstmal was anderes, bevor ich gleich wieder itzig werde. Du willst auch Schokolade? Ich hab Schokolade für euch alle. Mein Freund. Wie, das muss ich jetzt bei dir auch machen? Die ist da. Die verarschen mich doch alle. Das gibt's nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ich glaube immer noch nicht, dass man hier gewinnen kann. Wir müssen bestimmt irgendwie abgelenkt werden. Im Scheinwerfer vielleicht? Irgendwas, womit ich den reparieren könnte? Nö. Kann ich hier da dran machen? Nee. Es kratzt die aber auch nicht, ne? Ach ja, ist ein bisschen schleppend im Moment. Ich gehe mal nochmal zum Schein oder ich gehe mal zu dem Scheinwerfer hoch. Du bist kaputt, aber ich habe auch nichts, was dich reparieren könnte. Hä? Nö. Was denn hier? Da rein. Jetzt geh da rein! So. Toll. Ist gar nichts. So viel Aufriss für gar nichts. So, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich bin zwar jetzt einen Ticken weitergekommen, aber ich habe dafür nichts bekommen, was mir irgendwie weiterhilft. Ich kann den Scheinwerfer nicht reparieren. Die drei alten Stinker da kann ich nicht besiegen. Oh ja, du möchtest das Holzbein, ne? Das hat der alte Sack da hinten. Ach ja, was könnten wir denn nur tun? Er beschwert sich immer noch, wenn wir da rangehen. Mal überlegen. Ich brauche das Holzbein für den Hund. Das kann ich nur... nur benutzen, wenn ich die besiege. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich kann die nicht besiegen. Ich muss die irgendwie ablenken. Aber ich weiß nicht wie. Stola? Hä? Bist du die Stola? Nö. Ich kann dich gar nicht mehr ansprechen. Vorne? Oh.
Was? Das war, okay, ich kann ihn ablenken, aber... Was dann? Hier ist in der Mitte. Da passiert ja gar nichts mehr. Ich kann derzeit auch nichts machen. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich verstehe das Rätsel nicht. Da, da. Also er ist auf jeden Fall da. Starten wir ein Ablenkungsmanöver. Das kratzt ihn nicht. Nochmal. Nicht hakeln. In der Zeit kann ich auch nichts machen. Ich probiere einfach mal ein paar Mal jetzt so ein Ablenkungsmanöver zu starten und guck mal, ob was irgendwas passiert. Nö. Derzeit guckt er weg, ne? Ich kann mich da noch nicht bewegen. Nicht runter. Das gibt's nicht. Brauche ich so eine Kugel? Um in den Transporter reinzumachen, um mir so eine Kugel zu besorgen? Das könnte vielleicht auch noch sein. Was leckt das denn im Moment so schlimm? Huch, da wollte ich gar nicht hoch. Okay, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen so um. Ihr habt immer noch Angst vor den Ameisen. Den mache ich mal wieder an. Aber wirklich viel weiter bin ich jetzt immer noch nicht. Tam, 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 tam. Da unten war ja jetzt auch nichts mehr groß, oder? Gab's hier noch irgendwas? Nö. Nicht lecken. Also wir gucken uns den Raum hier nochmal groß an. Wir hatten das nochmal und wir hatten das Glas da noch, ne? Aber da kommen wir ja nicht ran, wenn er nicht weggeht. Da unten der Knopf, da waren wir. Da ist ein X markiert die Stelle. Da ist Superman in grün. So, was haben wir hier? Kann man am Klavier irgendwas machen? Tanz für mich, Jim. Tanz. Oh, schade, das wäre ein schönes Gimmick gewesen. Hier kann ich auch nichts machen. Klavier kann ich mir auch nur noch angucken. Ist hier irgendwas Neues? Hier oben, kann ich hier irgendwas machen? Oh, ich hab der eine Lampe geklaut. Aus den Haaren. Ist ja cool. Damit kann ich den Scheinwerfer reparieren. Ja! So. Gucken wir mal. Wo der denn jetzt Licht spendet. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Sehr schön, die Motte fliegt ins Licht. Ach, jetzt nicht mehr. Ach, sein komisches Ding hat er mitgenommen. Der bleibt nicht ewig da oben. Muss ich das verstehen? Wieder ausmachen? Nö. Dann geht er schnell wieder darüber. Okay, flieg hoch ins Licht und ich guck mal, wenn ich hier so lang laufe, was dann passiert. Bleibst du dann da oben? Bleibst du da? Nö, bleibst du nicht. Okay. Hier oben irgendeine Falle stellen?
hier zum Beispiel daran befestigen. Ich kann hier gar nichts mehr machen, ne? Ich hangel mich hier irgendwie von Mini-Erfolg zu Mini-Erfolg. Das macht mich irre. Nee. Ja, naja. Ich glaube, ich werde mal eine kleine Pause einlegen. Und mal schauen, ob mir noch was einfällt. Manchmal hilft es ja, wenn man sich einfach noch... Oder wenn man irgendwie was anderes macht, dann fällt einem immer noch mal was ein. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.